Der Kommunismus hat, glaube ich, in seiner sehr konservativen Form, der, der Brezhnev-Jahre, hat immer noch eine große Wirkung für die Einrichtung des Lebens der Menschen. Also dieser Sowjetmensch, der Homo Sovieticus, ist nicht verschwunden. Man kann ihn überall noch beobachten in den post-sowjetischen Republiken. Also die Tatsache, dass äh, Menschen bestimmten Ritualen weiterhin folgen, denen sie auch vorher gefolgt sind. Das ist ja ein Bedürfnis, das alle Menschen haben, die in prekären Verhältnissen leben. Und weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fast alle Republiken, vielleicht mit Ausnahme der baltischen Republiken, ähm, doch in Chaos und Anarchie und in Armut versanken, waren die alten sowjetischen Traditionen wichtig, um das Leben in eine Balance zu bringen, es zu stabilisieren. Ähm, auch die russischen Auswanderer, die nach Israel gegangen sind, haben Israel ihren Stempel aufgedrückt. Und dieser Stempel ist traditionell, er ist kleinbürgerlich und er ist sehr konservativ. Man könnte sagen, Menschen, die in, in prekären Situationen leben, äh, die nicht wissen, was der nächste Tag bringen wird und wie ihre Zukunft aussehen könnte, sind eher skeptisch, wenn es darum geht, neue Modelle des Lebens auszuprobieren. Deshalb Tun sich Menschen schwer, gleichgeschlechtliche Paare zu akzeptieren. Sie tun sich schwer mit Sexualaufklärung. Sie tun sich überhaupt schwer damit, neue Lebens-, neuen Lebensformen einen Raum zu geben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Experimente oft schiefgegangen sind, ihr Leben aus der Balance geworfen haben. Und deshalb, und das ist das Paradoxe, weil es ja auch um den Kommunismus geht, sind die Kommunisten, die post-sowjetischen Gesellschaften, Fast alle, auch in Ostmitteleuropa, eher traditionell ähm, und äh, haltsuchend, konservativ. Ähm, und das ist, glaube ich, das Erbe äh, dieses sowjetischen Staates, dass er ja zutiefst konservativ und traditionalistisch war. Äh, und das ist paradoxerweise von diesem kommunistischen Experiment geblieben, ausgerechnet das.